Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich darf ich Sie begrüßen zu unserer Vorlesungsreihe Richtet nicht Christentum und Strafrecht im Sommersemester. Wir werden jeden Samstag um 11.15 Uhr diese Vorlesung fortsetzen bis zum 17. Juli. Das sind insgesamt 12 Vortragseinheiten, je 1,5 Stunden. Und ich bin Ihnen selber sehr dankbar für das Interesse und für die Konstanz, mit der Sie sich diesem Thema widmen. Wir haben in den vergangenen 2 Semestern uns viel der Rechtsgeschichte zugewandt und das wird jetzt noch eine Weile so weitergehen, ehe wir aktuell zu der Situation heute kommen. Dieser etwas längere, umwegig scheinende Angang ist unvermeidbar. Es gibt ein gutes Wort. Wer die Geschichte lernt, muss miterleben, dass sie sich wiederholt in den Händen derer, die sie nicht gelernt haben. Denn wer sie nicht lernt, verurteilt sich selber dazu, sie in alle Zeiten zu wiederholen. Das mutet ihnen eine Menge zu. Sie müssten sehenden Auges mit anschauen, wie wir heute noch in den gleichen Wiederholungsschleifen gefangen sind, die wir kritisch vor 500 Jahren bereits, 1000 Jahren bereits beobachten und eigentlich als unmenschlich, als höchst fragwürdig, im Grunde als rechtswidrig einstufen mussten. Wir können da nur herauskommen durch Bewusstmachung. Ob die uns je gelingen wird, ob nicht diejenigen, denen das völlig egal ist, was früher war, wir leben heute, wie uns gehört die Zukunft und wir machen so weiter, ein wenig auch nur nachdenklich zu stimmen sind oder gar änderungsfähig, liegt nicht allein bei uns. Mir aber macht es viel aus, dass Sie regelmäßig sich für diese Themen interessieren, denn das bestätigt mich selber ein wenig in der Hoffnung, dass es sich lohnt, mit solchen Fragen sich auseinanderzusetzen. Wir sind stehen geblieben Ende des vergangenen Semesters bei einer Situation, die zwischen Staat und Kirche über Jahrhunderte schon hin und her ging. Für diejenigen, die schon länger bei uns sind, ist innerlich das im alten Orient. Bis weit hinein in die römische Antike Staat und Kirche oder genauer gesagt Politik und Religion ein und dasselbe sind. Macht auf Erden ist verliehene Macht vom Himmel. In dieser Einheit ist die Staatsideologie gefestigt und wenn der Herrscher, der Autokrat, der Monarch Gesetze erlässt, sind es automatisch göttliche Gesetze, denn er vertritt Gott im Himmel so auf Erden. Die ägyptische Formel dafür war wie die Sonne am Himmel, so der Pharao auf Erden. Aus dieser Einheit hat das Christentum sich gelöst ursprünglich. Jesus ist eine Person, mit der man keinen Staat machen kann. Er hat alles, worauf der Staat größten Wert legt, von innen her unterhöhlt. Erst in den Tagen Kaiser Konstantins, im ersten Drittel des 4. Jahrhunderts nach Christus, wird dieses alte Gefüge des römischen Imperiums erneuert. Im Westen, weil der Papst größere Macht hat als der oströmische Kaiser in Istanbul oder in Byzanz, hat er eine ganze Weile lang eine Autoritätsstellung, die ihm ein besonderes Vorrecht gibt. Zerbrochen wird das unter Karl dem Großen. Da beginnt zum ersten Mal die Spannung zwischen Kaiser und Papst in der Westhälfte des römischen Imperiums und sie schaukelt sich auf. Wir haben betrachtet, wie Friedrich II. Im Kampf mit dem Papst eine Auseinandersetzung führt, an die am Ende das Papsttum und das Kaisertum sich wechselseitig zerreiben. Das gesamte Gebiet, das beherrscht werden sollte von Kirche und Staat, zerfällt in einer Reihe von Nationalgebilden. Und darauf muss der Papst sich einrichten und eine Zentralmacht gewissermaßen über ein vereinigtes christliches Europa gibt es nicht mehr, auch nicht unter dem Namen eines Kaisers. Es wird wieder Kaiser geben, wir haben weiter Päpste, beide werden miteinander konkurrieren, aber die Kirche hat ihre Macht auf Erden, indem sie die Staatsmacht bei der Hand nimmt und mit ihren Entscheidungen führt, im Grunde verspielt und verloren. Was konnte sie tun? Das haben wir im letzten Semester ein Stück ausführlicher betrachtet, um die Macht über die Gläubigen wiederzugewinnen, die äußerlich an den Staat verloren gegangen war, ist die Kirche darauf gekommen, dass sie die innere Herrschaft übernehmen kann
durch Angst und Kontrolle. Man hat ihre Lehren, die Katharer im Languedoc, und um gegen sie Kreuzzüge zu führen, nicht gegen die Islamreligion nur im Orient, sondern mitten im Christentum gegen Christen, die beginnen anders zu glauben, braucht man die staatliche Autorität. Der König in Frankreich benutzt jetzt den Kreuzzug gegen die Katharer, um das Languedoc an die Zentralmacht in Frankreich anzuschließen. Es ist ein Hin und Her. Die Kirche möchte Macht und sucht also, den Staat zu beeinflussen für ihre Zielsetzungen. Die staatliche Macht hat ein Interesse, sich zu beglaubigen und sakrosankt zu halten, indem sie den Papst hinter sich stellt. Ein Tauziehen bleibt das. Es ist nie eine klare Einheit. Aber in diesem Ringen um die Macht haben wir am Ende den Zustand, dem wir die Geschichte des sogenannten christlichen Abendlandes mehr oder minder bis heute verdanken. Ausnahmeregelungen für die Kirche mitten im Zeitalter der Säkularisation, nominell Trennung von Staat und Kirche und hinter dem Rücken immer wieder Einspielungen, wie die Kirche festlegt, dass man moralisch vor allem denken muss, wie man das Rechtssystem beglaubigt, wie die Kirche das Militär sogar begleitet, wie die Kirche Seelsorge leistet in den Gefängnissen, wie sie Beistand leistet, immer unter Aufsicht, in Begleitung, bezahlt sogar von den Steuerzahlern des jeweiligen Staates. Aus diesem Gebilde müssen wir irgendwann heraus und wir müssen uns das Recht nehmen. Wir stehen sogar in der Pflicht, uns zu fragen, ob es ein christlich beglaubigtes Staatsstrafrecht je hätte geben dürfen und ob es weiter in der Zukunft hinein Bestand haben sollte. Eine christliche Frage, die wir rückmelden müssen an beide, an den Staat ohne dies und an die Kirche im Hintergrund allemal. Wir werden heute beginnend noch einmal kurz die Situation schildern. Wir haben im letzten Semester erlebt, wie zusätzlich zur Ketzerverfolgung durch die große Pest im 14. Jahrhundert eine Angst ausbricht, dass man sich fürchtet vor Teufelsspuk, vor Hexerei, zurücksinkt in einen Aberglauben, der bis dahin für heidnisch, für völlig unchristlich gegolten hat. Und jetzt richtet sich die Kirche ein dagegen, in der Satansverfolgung noch ein Stück tiefer in die Seele der Menschen einzudringen. Bis dahin konnte ein falsches Denken als Verbrechen hingestellt werden, mit dem Tod bestraft werden, mit Lebensverbrennung. Jetzt dringt man ein gewissermaßen in das Herz, in die Gefühle der Menschen, in ihre Ängste, ihre Albträume, ihre Projektionen, ihre hilflosen Rituale, ihre magischen Formen der Lebenssicherung. Das alles soll weggeräumt werden. An die Stelle kommt das Wort des Papstes, der Kirche, der Inquisition. Die richtet sich jetzt nicht mehr nur gegen Ketzer, sondern gegen Hexen und Hexer, gegen alle, die mit dem Teufel in einem Bündnis stehen. Und das ist eine endlose und eigentlich unlösbare Aufgabe. Vor allem die päpstliche Inquisition hat in der Neuzeit mit dem 15. Jahrhundert beginnend, mit dem Anfang dessen, was wir heute die Naturwissenschaften nennen, zu tun. Die Araber, die Muslime, haben uns beigebracht, wie man mit arabischen Ziffern ordentlich rechnet, wie man die Mathematik der Inder ins Abendland transportiert hat, bringen uns bei, wie man sphärische Trigonometrie treibt. Ihnen verdanken wir das Experimentalvorgehen in der Erkundung der Natur und den Versuch, die Ergebnisse in mathematisierbarer Form als gültige Regel auszugeben. Das alles fängt langsam an. Man beobachtet die Gestirne, ein besonderes Erbe der Wüstensöhne Allahs, unter einem Himmel, der staubfrei und ohne jeden Lichtsmog jede Nacht aufgeht, in einem unglaublichen, majestätischen Triumph vor den Augen der Wüstenbewohner. Die lieben die Sterne. Das sind ihre Seelenräume. Kein Wunder also, dass das Erste, was man naturwissenschaftlich festmacht, die Bewegungen der Gestirne sind. Kopernikus steht dafür. Aber was er entdeckt, scheint der Bibel zu widersprechen. Also ein Prozess muss her. Im Nebel in Dänemark wird Tycho Brahe seine Beobachtungen in genauer Form vorlegen. Und das wird die Grundlage später für Kepler und Galilei. Gegen all das muss die Kirche kämpfen und sie wird es tun.
Die Prozesse kennen Sie, wir brauchen die hier nicht länger zu erörtern. Ich darf Sie als bekannt voraussetzen. Dahinter mutmaßt man nicht zu Unrecht ein neues Weltverständnis, also eine erweiterte Form von Frömmigkeit und Religiosität. Der Mann, der das weiß, ist der Dominikanermönch Giordano Bruno. Er findet, dass die Kirche zu klein von Gott denkt, dass sogar die Vorstellung von Christus alles verkleinert, gewissermaßen in den Bannkreis griechischer Mythologie einfärbt. Man redet in Bildern und tut so, wie wenn man eine sichere, objektive Wahrheit wüsste. Für Bruno ist Gott selber unendlich und er kann deswegen, um seiner würdig zu bleiben, als Schöpfung nur eine unendliche Welt in Raum und Zeit erschaffen haben. Und dann ist alles viel zu klein, was wir uns zugange machen. Der Kirche ist das so gefährlich, weil es zersprengt den Kontrollglauben, den die Kirche mit ihrer ängstigenden Macht über die Seelen ihrer Gläubigen errichtet hat. Giordano Bruno wird im Jahre 1600 bei lebendigem Leibe verbrannt. Kein Bedauern für die Kirche eigentlich bis heute. Am Jahrestag, als es war, im Jahr 2000, hatte Johannes Paul II. Nicht nötig, Bruno zu erwähnen als ein Opfer grausamer Engführung, einer Dogmatik, die nicht menschlich ist, einer Falschauslegung der Bibel selber, eines Missverständnisses des Christus mitten in den Reihen der Christen. Das alles können wir lang und breit miteinander verhandeln. Die Verbrennung von Jan Hus haben wir erwähnt. Sie mögen das alles auch in einzelnen Büchern, die ich irgendwo geschrieben habe, nachlesen. Jetzt beginnen wir mit einem Neueinsatz, in dem wir von der römischen Inquisition hinüberkommen zu der Inquisition in den Händen des Staates. Wir haben bereits gehört, dass zum Beispiel Friedrich II. In der Mitte des 13. Jahrhunderts selber als Kaiser die Inquisition favorisiert und exekutiert hat. Aber nun gerät sie zunehmend mehr oder minder mit Berufung auf das christliche Dogma in die Hände der Staatsmacht. Und der Ort, an dem das geschieht, kann kein anderer sein als Spanien. Auch das greift unmittelbar in die Gegenwart, wenn Sie Europa verstehen wollen, geht es nicht ohne Spanien. Und Sie haben dort einen Staat, der noch im 20. Jahrhundert in der Franco-Ära zwischen Kommunisten und Katholiken sich zerfleischt hat aufs Unbarmherzigste. Die Auseinandersetzungen sind bis heute nicht wirklich überwunden. Der Franco-Faschismus, wie man es nennt, das Bündnis mit Hitler, die Zerstörung von Guernica, das entsprechende Bild von Pablo Picasso, alles das wird Ihnen vor Augen sein. Wir können als Deutsche darauf herabschauen und uns besser dünken, zwar unseren Hitler, aber den haben wir hinter uns, während die Spanier immer noch an den König glauben und irgendwo auch noch an Franco festhalten. Gewissermaßen müssen wir die christlich gebliebenen Katholiken in Spanien von der Liberalität des wahren Europas überzeugen. Nur wer versteht die Spanier? Und wer begreift, dass es Katholiken in Europa überhaupt nur gibt, weil die Spanier viel stärker als die Italiener und der spanische König ungleich viel mächtiger als der Papst aufgetreten ist zum Schutz des katholischen Glaubens? Das möchte ich Ihnen heute ein bisschen vorführen, bis hinein zu den enormen Folgen buchstäblich weltweit. Die spanischen Kolonien hängen davon ab. Lateinamerika ist katholisch durch Spanier und Portugiesen. Die Philippinen sind katholisch durch Portugiesen. So können wir dranbleiben. Der Katholizismus hat seinen Fluchtanker gefunden auf der Iberischen Halbinsel. Und der Orden, der ihm dabei zur Verfügung steht, sind die Jesuiten. Deshalb ist es gut, dass wir von Paderborn aus diese Vorlesung betreiben. Denn die Theologische Fakultät päpstlichen Rechtes hier in Paderborn ist eine Gründung der Jesuiten gewesen im 16. Jahrhundert. Und so hat sie bis heute eigentlich ihren Fortbestand unter päpstlichem Recht. Wir sind am richtigen Ort hier, gar keine Frage. Der Vorrede sei genug getan. Ich komme zurück auf das Erbe des vergangenen Semesters und setze es fort, um es Ihnen als Besitz gewissermaßen zu überschreiben. Wir sagen, mit den Mitteln der Inquisition und des Strafrechts war und ist es der Kirche gelungen, ihre Macht, die sie äußerlich im Investiturstreit eingebüßt hatte,
innerlich umso mehr zu befestigen im Kampf gegen Ketzer und Hexen. Da besitzt sie die Kompetenz der Glaubensbotschaft. Ihre Theologen kennen die Wahrheit und sie haben die göttliche Pflicht, sie durchzusetzen. Und sie machen die Abweichler zu kriminellen Zielpersonen ihrer Inquisition. Sie können sie herausspüren und sie können sie aburteilen. Jeder, der sich des Abfalls von der rechten Lehre schuldig macht, ist im Grunde jemand, der Gott beleidigt, der das schlimmste aller denkbaren Verbrechen, crimen lesae majestatis, das Majestätsverbrechen selber begeht, gegen Gott und seinen Stellvertreter, den Papst, und in dessen Hand und eigentlich als ein Gefolgsmann des jeweiligen Landeskönigs oder dann des Kaisers. Nur die Theologen der Kirche vermögen in Fragen des Glaubens richtig und falsch zu unterscheiden. Auch das müssen Sie sich klar machen. Die Wahrheitskompetenz liegt nicht in der Existenz der einzelnen Gläubigen. Sie liegt in einem Gelehrtenapparat, der in Amtsbefugnis die Gläubigen glauben macht, dass sie garantiertermaßen die Wahrheit von Gott selber kennen und verwalten können. Selbst einzelne Theologen haben abweichende Meinungen, diskutieren sogar unter Jesuiten, kommt das vor. Selbst wenn der Papst über sie ist, diskutieren sie eine ganze Weile. Das war Johannes Paul II., der sagen konnte, die Jesuiten haben ein einziges Gelübde abgelegt, vovio dialogum perpetuum, ich gelobe die ewige Quasselei. Das passte ihm gar nicht und deshalb wurde das Opus Dei eingesetzt. Aber wenn schon die Theologen nicht letztlich, obwohl sie die Wissenschaftler der Religion sind, die Wahrheit nicht festmachen können, braucht es von Amts wegen eine Wahrheitsgarantie. Und die liegt jetzt bei den Bischöfen, wofern sie vom Papst eingesetzt sind. Jetzt haben wir den ganzen Instanzenzug vom Himmel bis auf die Erde herunter, bis in jede Dorfkirche, vollständig aufgezählt. Die Durchführung der Strafmaßnahmen, wenn die Kirche sie aber anordnet, bedarf der Hilfe des weltlichen Armes. Und er muss entsprechend den kirchlichen Weisungen agieren. Die Kirche enthält sich des Blutvergießens. Wenn sie einen zur Hinrichtung Verurteilten dem weltlichen Arm übergibt, wie das so heißt, wird sogar die Aufforderung erteilt, keine Grausamkeit zu üben. Das ist die blanke Heuchelei. Es gibt wirklich Autoren, die die Kirche davon freisprechen, dass sie diese Verbrechen selber begangen hat. Die Ausführung blieb beim Schmutzigmachen der Hände dem weltlichen Arm oder dessen Fingern überlassen. Und wie in der Pilatus-Geschichte der Landpfleger von Rom sich bei der Hinrichtung Jesu die Hände in Unschuld wäscht, so übernimmt diese Rolle bei der Hinrichtung aller, oft sogar in leidenschaftlicher Nachfolge Jesu selber befindlichen, die Kirche Jesu, die nur noch so tut, wie wenn sie diesen Namen zurechttragen könnte. Wenn die Kirche den Staat benutzt, dürfen Sie sicher sein, dass das Umgekehrte natürlich genauso passiert. Der Staat nützt die Kirche aus. Zum Bedauern können wir feststellen, gerade hier in Deutschland, dass die Preußen eigentlich geführt wurden vom deutschen Kaiser, spätestens seit 1871. Wilhelm I. ist die Obrigkeitsinstanz der Protestanten in Preußen. Er hat zu sagen, woran man zu glauben hat, so wie die Queen in England für die High Church in Großbritannien die oberste Autorität darstellt. Wir haben ein Staatskirchentum, wobei der Staat erst einmal festsetzt, was die richtige Kirche ist. Auch so rum kann man das kehren. Wer da das Herrschen hat, ist ein ständiger Streit um die Seele. Und die wird zerrissen zwischen Gehorsam zu Christus und Gehorsam zu den jeweils Mächtigen. Und die einen schieben den Gehorsamsauftrag dem anderen zu. Ich mache das immer fest an dem Gelöbnis, das man leistet, auf den Fahneneid, bei der Bundeswehr, in der Pflicht, die angegebenen Gegner zu töten mit allem, was zum Waffen zur Verfügung steht. Der Spuk wird übrigens gerade eingeführt. Nicht mehr bei Auslandseinsätzen, sondern Diensteinsätzen hier im Inneren. Das ist eine Idee, die schon Herr Schäuble hatte. Frau Kramp-Karrenbauer rühmt sich gerade, der 7000 Freiwillige zu rekrutieren. Wir 17-jährige Mädchen dürfen da mitmachen. Man hat die Bundeswehr gerade an Impfdiensten herangelassen und beim Testen auf Corona. Die ist so hilfreich, die Bundeswehr.
Ja, und nun haben wir sie im Inneren. Die Idee war immer schon austauschbar, Militär und Polizei zum Überwachen. Ich will das nicht weiter ausführen, aber Ihre Fantasie ist angereizt und angeheizt dafür, sich Gedanken beim Zeitungslesen darüber zu machen und beim Hören der Nachrichten. Wenn wir eingehen, jetzt als erstes auf die spanische Inquisition, müssen Sie sich vorstellen, warum das so ist. Eigentlich gibt es kein Land, in dem die alte Kreuzzugsidee, der Kampf des Papstes und des Kaisers gegen den Islam auf europäischem Boden so verpflichtend und deutlich anzusiedeln gewesen wäre als in Spanien auf der Iberischen Halbinsel. Wann immer Sie nach Spanien kommen, mögen Sie den Volkscharakter der Spanier in großem Stil auf der kastilischen Hochebene kennenlernen. Ich will jetzt nicht Werbung für TUI machen, es sind Corona-Zeiten ohne dies nicht opportun. Aber wenn Sie denn nach Spanien kommen und es ist wieder möglich, nichts dagegen, dass Sie Mallorca bereisen und da am Strand sich bräunen. Aber wenn Sie geschichtlich interessiert sind, kulturell interessiert sind, müssen Sie Al-Andalus besuchen, den Süden Spaniens. Und da treffen Sie das Erbe der Mauren von Muslimen. In den wunderbaren drei Städten, die eine Pflicht sind für jeden Kulturreisenden in Spanien, Sevilla, Córdoba, Granada. Das sind Städten von unglaublicher Schönheit. Die hatten Straßenbeleuchtung, als wir noch gar nicht daran dachten, dass man richtige Straßen bauen könnte. Die hatten eine Architektur, wovon man den Kaiserdom in Aachen abgeguckt hat, Jahrhunderte vorher. Die Mauren konnten alles, wussten alles, brachten vom alten Griechentum und von den Indern auf einem riesigen nicht nur Handels-, sondern Wissenstransfer nach Europa, was man brauchte. Eine kulturelle Überlegenheit im fantastischen Ausmaß. Und das führte zu einer Identitätskrise. Auch das kennen wir heute, die Identitären. Das sind Leute, die äußere Einflüsse abriegeln wollen. Das gab es unter den Katholiken in Spanien natürlich auch, 11. Jahrhundert. Vielleicht die Cineasten unter Ihnen haben den Breitleinwandfilm El Cid gesehen. Das ist für abenteuerlustige Kinobesucher eine Pflicht. Was die wenigsten wissen, schon der Name Cid kommt aus dem Arabischen, As-Sayyid, und das heißt der Herr. Cid ist derjenige, der die Idee hat, als ein Ritter, als ein Held, ein Kämpfer für das Christentum gegen die Mauren aufzutreten. Der Gedanke der Reconquista entsteht, der Rückeroberung ganz Spaniens von den heidnischen Mauren. Das ist, wenn Sie so wollen, die Selbstheroisierung Spaniens geblieben. Cid ist der Nationalheld. Er gibt eine Agenda vor, die dann im 15. Jahrhundert zum ersten Mal in ganz großem Stil ausbricht. Wenn wir von Spanien reden, dem großen Spanien, brauchen wir eine Jahreszahl. 1468. In diesem Jahr geschieht ein Erstaunliches. Königin Isabella, eine Frau, die Sie in Erinnerung behalten müssten, eine der mächtigsten, klügsten, konsequentesten Herrscherinnen auf den Thronen Europas überhaupt. Königin von Kastilien und Leon, heiratet den König von Sizilien und Aragon, Ferdinand II. Die beiden kämpfen eine ganze Weile lang, ab 1474, darum, dieses Gefüge der Macht durch die Heirat als ein Imperium über die Iberische Halbinsel zu stabilisieren. Aber dann haben sie es geschafft. Spanien ist eine Einheit, ausgeschlossen Portugal, Navarra und Granada. Spanien gehört den Spaniern, das scheint geschafft zu sein. Ritter in der Art gibt es so gut wie nicht mehr. Die Caballeros haben keine Armeen mehr, sie ziehen nicht mit gesenkten Lanzen und gezückten Schwertern in die Schlacht. Sie haben aber eine eigene Ehre zu verwalten. Mitunter, wenn sie ein wenig ironisch von ihrem besten Freund reden oder ihrer Freundin, dann umgeben sie dieselben mit einer Grandeza und müssen dabei diese Handbewegung tätigen. Das heißt, es kommt geschritten zu Besuch.
Es ist ein großer Empfang. Die Person, von der Sie jetzt reden, strahlt eine adelige Aura aus, ist ein Grande, etwas ganz Großes also und verkörpert deshalb die Großartigkeit, die Grandeza. So halten sich die spanischen Caballeros zu dieser Zeit. Natürlich haben die Kleriker einen ganz großen Einfluss. Es sind die sogenannten Barone, bei uns wären das die Grafen, die Hidalgos. Und die haben Zusammenfügungen in eigenen Räten, in Consejos und in den Cortes. Das sind die Gerichtsentscheidungen, die getroffen werden. Spanien hat damals etwa 10 Millionen Einwohner. Das kommt uns geringfügig vor. Damals aber ist das eine sehr beachtliche Zahl. Was kann Königin Isabella und König Ferdinand II. Mit dem neu gewonnenen Spanien anfangen? Man hat eigentlich ein Reich, das gegründet ist auf die Religion. Vereinigend ist nicht die Herrschaft, die sich beglaubigt durch die zentrale Regierung in Madrid. Die einzelnen Bereiche in Spanien sind alles andere als einheitlich. Sie haben heute noch den Streit in Barcelona, wozu gehört Kastilien, wozu gehört dem Norden Spaniens der Abschnitt in dem Baskenleben. Einheitliche Spanien nicht, es ringt um seine Zusammenfügung im Grunde bis heute. Was Spanien ganz sicher einigt, ist die Religion. Und sie bildet jetzt die Klammer natürlich auch des Machterhalts. Es hat ein Philosoph, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, einmal die Situation des Christlichen zu dieser Zeit in bemerkenswerte Worte gekleidet, die ich Ihnen gerne vorlese. Sie lernen nämlich selber dabei, Geschichte auf besondere Art zu betrachten. Wir sind sehr stark gewohnt, auch an die Geschichte, die Ökonomie heranzulassen, den Marxismus im Grunde praktisch als Interpreten einzusetzen. Alle Bewegungen der Geschichte verdankt sich wirtschaftlichen Auseinandersetzungen. Alle Geschichte ist eine Geschichte der Klassengegensätze. Ein berühmtes Zitat aus den Thesen über Feuerbach aus der Feder von Karl Marx. Und wie glauben wir das? Sozialgeschichte, wirtschaftliche Errungenschaften, Naturwissenschaft und Technik, das treibt die Dynamik in die Geschichte hinein. Aber sie macht uns die Geschichte nicht begreifbar. Wie denken denn die Menschen? Mit welchen Zielen sind sie ausgestattet? Was wollen sie wirklich? Nicht nur, was treibt sie an, sondern was möchten sie? Geistesgeschichte ist im Grunde viel wichtiger als Sozialgeschichte, so betrachtet. Uns wird das Problem nochmal sehr beschäftigen müssen, wenn wir uns fragen, welche Funktion haben Neurologen und Psychiater bei der Aussage vor Gericht? Wie kann man die menschliche Seele interpretieren? Rein kausal? Nach den Abläufen, die wir im Gehirn durch bildgebende Verfahren studieren können? Rein funktional? Rein bioneurologisch? Welche Ausschüttungen, Dopamin, Acetylcholin oder was auch immer, findet statt und welche Schlussfolgerungen für die Hirntätigkeit und deren Steuerung und Lenkung entsprechend dem Aufbau des Gehirns lassen sich daraus ableiten? Oder ist etwas ganz anderes viel wichtiger? Wie betrachtet sich die Person, die gerade angeklagt wird, selber? Was geht in ihr vor sich? Welche Ziele hat sie? Welche kann sie überhaupt haben? Wie wurde ihre Persönlichkeit geformt? Wir haben an jeder Stelle zu tun, auch mit kausalen Zusammenhängen, ganz gar keine Frage. Aber ohne Zweifel ist es etwas anders, ob Sie die Ausschüttung von Sexualhormonen betrachten oder ob Sie jemanden überlegen sehen, ob er in Widerstand gegen Adolf Hitler tritt. Es sind andere Daseinsebenen, auch in unseren Köpfen. Und wir begreifen wir es. Die Geschichte auch nur eines Menschen, um ihm selber gerecht zu werden. Hegel hat das so gesehen, und alleine wenn Sie ihn sprechen hören, im Abstand von fast 200 Jahren in seiner Geschichtsphilosophie, finden Sie die Lage der Kirche im 13. Jahrhundert, im 15. Jahrhundert so klar wiedergegeben, wie Sie es in den kirchgeschichtlichen Handbüchern oder in den säkulargeschichtlichen Diktionarien kaum wiederfinden. Durch die Kreuzzüge, schrieb Hegel, vollendete die Kirche ihre Autorität. Sie hatte die Verrückung, ich übersetze das ins Deutsche, die Perversion, die Verrückung,
der Religion und des göttlichen Gesetzes zustande gebracht. Sie hören in zwei Sätzen ein ganz entscheidendes. Sie hatte ihre Autorität durch die Kreuzzüge und sie hat damit die Religion und das göttliche Gesetz pervertiert. Je mehr Macht, desto mehr Perversion. Das Prinzip der christlichen Freiheit hat sie verformt zur unrechtlichen und unsittlichen Knechtschaft der Gemüter. Unrechtlich heißt, sie hat die höchste Autorität im Namen Gottes und ist trotzdem ohne jede Beglaubigung. Und es ist unsittlich, denn sie entmündigt die Menschen und raubt ihm im Reden von Moral die Grundlage jeglicher Moralität. Und damit hat sie die rechtlose Willkür und Gewalttätigkeit nicht aufgehoben und verdrängt, sondern vielmehr in die Hände der Kirchenhäupter gebracht. Ich will sagen, wenn ich es übersetze, sie hat es ideologisch gerechtfertigt und in die eigene Praxis übernommen. In den Kreuzzügen stand der Papst an der Spitze der weltlichen Macht. Der Kaiser erschien nur wie die anderen Fürsten in untergeordneter Gestalt und musste dem Papst als dem sichtbaren Oberhaupt der Unternehmung das Sprechen und das Handeln überlassen. Und genau dies im 12. Jahrhundert, 13. Jahrhundert, bereitet natürlich vor im 16. Jahrhundert die Reformation Martin Luthers, im 15. Jahrhundert bereits in Prag den Reformansatz von Jan Hus. Und dazu schreibt jetzt Hegel weiter. Von innen her bereitet die Kirche sich ihren Untergang. Vom Geist aus, von unten herauf. Mir ist das so wichtig zu betonen. Es ist eine Betrachtung, die die geistigen Bewegungen selber als Motor, als Kraftzentrale, als bewegendes Element der Geschichte darstellt. Es geht jetzt nicht darum, welche Einnahmen haben wir, welche Plünderungen wurden im Vollzuge der Kreuzzüge aus dem Orient gewinnbringend ins Abendland geschafft. Wie funktionierte der beginnende Seehandel im Mittelmeer oder solche Dinge? Oder was machten die Banken, die entstanden in Oberitalien, die neue Geldwirtschaft, die Einzug hielt? Mit arabischem Rechnen konnte man auch besser Geld verwalten. Das alles spielt jetzt mal keine Rolle, sondern was bedeutet es, wenn Menschen anfangen, bestimmte Ideen wirklich zu glauben? Wie wirken die zurück? Wie verändert das das Denken selber? Und wohin führt die Veränderung des Denkens in die Zukunft? Die Reformation, schreibt Hegel, richtete gerade dagegen sich selber, gegen die Forderung, dass der Mensch durch sich selbst bestimmt sei, frei zu sein. Der Widerstreit Luthers betraf nicht bloß einzelne Aussprüche des Papstes und der Konzilien, sondern endlich die Autorität der Kirche selber. Endlich heißt darauf, hat alles gewartet. Was machen die in Rom? Wie entmündigen sie die Menschen? Soll Religion nicht Freiheit sein? Und wie bringen wir sie da hinein? Luther, schreibt Hegel, hat diese Autorität, die des Papstes und des Kirchenstaats, verworfen und an ihre Stelle die Bibel und das Zeugnis des menschlichen Geistes gesetzt. Dem ist so. Luther wird in Worms 1521 sich berufen. Die Bibel. Da soll man mir beweisen, dass ich Unrecht habe. Und mit Mitteln der Vernunft. Eins von beiden und am besten beides zusammen. Wenn eins von beiden gar nicht geht und beide zusammen überhaupt nicht, ist das die Bestätigung der Reformation an Haupt und Gliedern, die er der katholischen Kirche im Namen Gottes nicht nur wünschen kann, sondern anbefiehlt und empfiehlt. Hegel weiter, dass nun die Bibel selber die Grundlage der christlichen Kirche geworden ist, ist von der allergrößten Wichtigkeit. Jeder soll sich nun selber daraus aus der Bibel belehren. Jeder sein Gewissen daraus bestimmen können. Die ganze Tradition und das Gebäude der Kirche wird problematisch. Das kann man noch genauer sagen. 1500 Jahre Kirchengeschichte nach dem Zeugnis des Martin Luther sind keine Annäherung an die Botschaft Jesu. Nicht im Deut auch nur die Nachbildung der Bergpredigt ist im Grunde ein riesiger Abstand, eine Verfälschung von allem. Man muss von vorne anfangen. Man muss die Bibel lesen, nicht Papstdekrete, um zu begreifen, was Jesus gewollt hat. Die Kirchengeschichte beweist gar nichts, außer wie falsch sie ist.
Auch deshalb bin ich froh, dass Sie zuhören, wenn wir reden über Rechtsgeschichte. Immer Hand in Hand mit der Kirchengeschichte und dann in eigener Vollmacht spätestens vom 16. Jahrhundert an mit Beginn der Säkularisation als eine eigene Geschichte. Wir haben Spannendes noch vor in diesem Semester. Indem das Konzil von Trient das schreiendste der Missbräuche abschaffte und vieles, was außerhalb ihres Prinzips lag, verwarf, trennte sich die Kirche zugleich von der aufblühenden Wissenschaft, von der Philosophie und der humanistischen Literatur und hatte bald Gelegenheit, ihren Widerwillen gegen Wissenschaftliches selber kundzutun. Das haben wir schon erwähnt, Kopernikus, Bruno, Galilei, alles Ketzer in den Augen der Kirche. Bis ins 20. Jahrhundert hinein bleibt Galilei auf dem Index der verbotenen Bücher. Ich kann mich noch der Scherzes erinnern, irgendwann hat der Kardinal von Wien einmal am Bodensee einer Gruppe von Wissenschaftlern eine freudige Kunde zu bringen gedacht, indem er sagte, er getraue sich in Aussicht stellen zu können, dass die Verurteilung von Galilei widerrufen werde. Das war Ende der 60er Jahre und die Wissenschaftler, die ihm zuhören, brachen in schallendes Gelächter aus zur Überraschung des für fortschrittlich geltenden Wiener Kardinals. Wie lange kann man Wahrheit mit Macht verdrängen und sich immer noch einreden, man hütete die Macht? Nur wenn Sie jetzt sagen, wir kennen es doch alles besser, wir wissen, wo wir dran sind, muss ich Sie auffordern, die Tragödie in den Seelen der Menschen zu betrachten, von denen wir jetzt sprechen. Sie haben keine Berufssadisten vor uns, wir haben keine Berufsleugner und Komödianten vor uns, wir haben sehr ernst meinende und Gutes wollende Persönlichkeiten vor uns. Sie sind von der Kirche dahin erzogen worden, das Beste im Namen Christi zu wünschen und durchzusetzen. Sie genießen nicht die Macht. Eigentlich wollen sie sie gar nicht, das ganze Brimborium ist ihnen eher lästig. Aber sie möchten etwas Wirkliches erreichen, das auf soliden Füßen steht. Diese Brechung werden wir erleben, nicht zuletzt vor allem in der Person Königin Isabellas. Sie gilt ihren Zeitgenossen nicht nur als schön, sondern in gewissem Sinne als eine asketische, frommgläubige, klar denkende, gebildete, streng religiöse Frau. Freilich sagt man von ihr, dass sie in der Unterdrückung von Ketzerei und Irrlehren ebenso hart und grausam sein konnte, wie sie wohlgemerkt in allem anderen sich milde und gütig gab. Diese Brechungen in dem Charakter einer Person, der einem widersprüchlichen Pflichtideal folgt, müssten Sie begreifen, eigentlich auch um Spanien bis heute zu begreifen. In dem Bestreben der Gesetzlosigkeit ein Ende zu machen und ein friedliches Zeitalter heraufzuführen, ging Isabella vielleicht allzu hart vor. Ihre Untertanen aber haben sie vergöttert und sie steht in der Geschichte Spaniens heute noch da wie eine heilige Ikone. Weniger geschätzt wird ihr Gemahl, Ferdinand II. Er ist, wenn Sie so wollen, nicht der Idealist, sondern der Pragmatiker. Und von ihm haben wir einen Ausspruch, der sehr nachdenklich macht, weil er in seiner intriganten Weisheit eine überzeitliche Gültigkeit beansprucht. Sie alle kennen Niccolò Machiavelli, den Il Principe. Das ist, wenn Sie so wollen, ein Handbuch für den Herrscher. Das ist in seinen Tagen der Sohn von Alexander dem VI., dem Papst, Cesare Borgia. Für den schreibt Niccolò Machiavelli, wie man es macht, seine Autorität zu festigen. Und unter diesen pragmatischen Hilfreichungen und Hinweisen, Tricks, Empfehlungen, bemerkt er, wie nebenbei, etwas auch über Ferdinand II., den mag er eigentlich nicht, denn die spanische Politik richtet sich gegen Teile Italiens. Und deshalb erwähnt er ihn nicht einmal mit Namen. Aber ausgerechnet dieser Zyniker der Macht oder der pragmatische Machtstratege, Niccolò Machiavelli, ein wirklicher Sohn der Renaissancezeit, würdigt Ferdinand II. Mit den folgenden Worten.
ein Fürst unserer Zeit, den ich lieber nicht nennen will, jetzt hören Sie zu, predigt stets Friedfertigkeit und führt nichts als Treue im Mund und ist dabei ein geschworener Feind beider Tugenden. Wenn Sie das auf die heutige Zeit überlegen, ist Ihnen klar, wir werden nur Kriege führen, um den Frieden zu stabilisieren. Wir halten die Treue zum Beispiel gerade in der Ukraine, wo wir einen neuen Krieg vorbereiten. Wir haben gerade Flottenmanöver im Schwarzen Meer. Das heißt, die Amerikaner haben die Türkei zur Durchfahrt des Bosporus beantragt. 10 Tage braucht es, aber dann kann es losgehen. Wir sind treu zu unseren Verbündeten, natürlich auch mit den Georgiern. Wir haben auch gerade mit Myanmar etwas vor. Wir müssen dazwischen kommen und das dient nur dem Frieden und der Treue. Auch wir in Deutschland sind treu natürlich der NATO und den transatlantischen Verbündeten gegenüber. Wir träufeln Frieden über die ganze Erde. Unser Großmut kennt gar keine Grenzen. Die Demokratie der Freiheit, die wir überall zu verbreiten, trachten, müssen und dürfen, sollte uns höchste Ehrerbietung entgegenschlagen lassen. Stattdessen schlagen sie zurück und wollen uns nicht. Das ist eine infame Dummheit oder es ist so viel wie Ketzerei, eine Unmenschlichkeit, die wir verfolgen müssen militärisch. Also er spricht von Frieden und Treue, tut in Wirklichkeit aber stets das Gegenteil. Das stellt Niccolò Machiavelli fest. Und der nächste Satz ist das Unglaubliche. Und beide, fügt er hinzu, hätten ihm oft genug sein Ansehen und sein Reich gekostet, wenn er sie denn befolgt hätte. Soll heißen, lieber Fürst, lieber Cesare Borgia, mit Frieden und Treue kannst du nicht regieren. Du musst davon reden und die Untertanen sollen es dir glauben. Du brauchst immer einen Vorwand für deine Schurkereien, nur du selber darfst es nicht glauben. Du musst wissen, was du wirklich willst und im Verborgenen ziehst du schon mal über die Bühne, ehe du dann den Vorhang lüftest. Dann steht das Volk da staunend und wird dir applaudieren. Es erschreckt in Schockstarre. Steht es da voller Bewunderung. Und wenn es ja so ist, kann man auch nichts mehr machen. Dann muss man mitmachen. Dann muss man dabei sein und das für das Dasein erklären. Ein entscheidender Punkt in der Geschichte von Isabella und Ferdinand, Mottas Jahr 1492. Ich sagte eben noch, Iberische Halbinsel, das ist in der Herrschaft dieser beiden, ganz Spanien bis auf Portugal, Navarra und dann Granada. Granada ist eine sehr reiche Stadt. Und in ihr ist die letzte Burg eigentlich, die Alhambra, wenn Sie sie besuchen können werden, Sitz der Mauren. Es gab eine Kabale darum. Es hat Abu Abdal, muss ich erläutern, Abu ist der Vater und Abdal oder Abdallah oder Abdullah ist der Knecht Gottes. Das empfehle ich Ihren Ohren, weil es genau die Formel ist, die wir für Christus dogmatisch eingerichtet haben. Der Knecht Gottes, das ist der stehende Terminus schon im Alten Testament für die Treuen Gottes selber und dann der Gottesknecht, der Topos, um Jesus vor allem am Karfreitag zu verstehen. Dieses Wort ist ein Eigenname im Islam. So eng geht beides ineinander. Ein gläubiger Muslim verspricht, er ist Knecht Gottes. Er ist der Vater des Gottesknechtes, das heißt wesenhaft, ganz und gar in Gottes Auftrag dienstbar. Abdallah. Das wurde zusammengezogen in der Überlieferung als Boabdil. Der hatte eine Mutter, die sehr ehrgeizig war. Und Boabdil, um seinen Vater, den er hasste, zu überbieten, militärisch hat sich herumgeschlagen mit der Heeresmacht. Ferdinand II. War bald unterlegen und Granada musste geöffnet werden. Es ist ein beglaubigter Satz seiner Mutter, die diesen Sohn, der nur groß tun wollte und einen Heroen spielte, statt wirklich zu sagen, sein, mit den Worten entließ. Du kannst nichts als heulen um ein Paradies, das du als Mann hättest verteidigen müssen. Das ist die Alhambra. Ich weiß nicht, wie Sie heute reinkommen. Ich fürchte, das ist schwieriger als eine Wagner-Oper in Bayreuth zu besuchen. 2 Jahre Voranmeldung ist, glaube ich, das Richtige. Wenn Corona weg ist, ist sie mit Sicherheit wieder überlaufen und überlaufen. Aber der Betrachtung ist es wert.
Ich spreche von einer Zeit, wo man alleine stundenlang in der Alhambra sitzen konnte und den Zeichen der arabischen Schrift an den Wänden nachträumen. Walla Khaliba illallah. Es gibt keinen Sieger oder Eroberer außer Allah selber. Das alles stammt in Frage bei der Eroberung Granadas im Jahre 492. Boabdil übergab den Schlüssel. Seine Bevölkerung wurde zu Zehntausenden in die Sklaverei entlassen, aber die Bedingungen der Kapitulation waren relativ milde. Nicht wie heute, wenn die Amerikaner siegen. Unconditional Surrender, bedingungslose Kapitulation am Ende des Zweiten Weltkriegs in Japan, in Deutschland, aber auch in kleineren Kriegen in Panama, an völligem Nebenschauplatz, in Libyen. Man muss die Herrscher ermorden und den ganzen Rest sich unterwerfen. Syrien, es kommt nicht zum Abschluss, aber unconditional surrender. Assad muss weg. Wenn wir so herrschen wollen, war Ferdinand II. 1492 ungemein weise. Er beließ den Muslimen von Granada, wofern sie da leben durften, und auch in Südspanien, in Al-Andalus, im Grunde ihre Kultur, ihre Sprache, die Eigenständigkeit ihrer Rituale. Es war ein Plan, der mit Machiavelli zu interpretieren ist. Es war ein Friedensschluss in dem Moment. Langfristig war ein ganz anderes geplant und das werden wir jetzt sofort erleben. Das Jahr 1492 ist hoffentlich Ihnen geläufig. Es ist dasselbe Jahr, wo nicht nur Granada erobert wird, sondern Monate vorher drei Karavellen des Kolumbus auf der Fahrt nach Indien, wie durch Zufall ungeahnt, eine neue Welt, Amerika, entdecken. Die Santa Maria, die Niña und die Tinto, die drei Schiffe, werden ausgesandt von Königin Isabella, weil man in Portugal Kolumbus die Fahrt weder zutraute noch irgendwie vermuten konnte, sie könnte pekuniär einen Vorteil bringen. Tatsächlich müssen wir noch sagen, Kolumbus hat sich grandios geirrt. Ein Beispiel dafür, dass die Geschichte enorme Fortschritte machen kann, in den Leuten ihre Illusionen folgen und ohne es zu wissen, was ganz Neues finden. Von dem sie sich weigern, es als neu überhaupt zur Kenntnis zu nehmen. Kolumbus hat immer noch geglaubt, bis zum Lebensende, dass er in Indien angelangt sei. Was er entdeckt hat, war Amerika in drei großen Fahrten. Am Ende ist er abgetreten, völlig verlassen, vereinsamt und missachtet. Er hat die großen Goldkübel nicht mitgebracht, die man sich versprochen hatte. Eigentlich wäre er nicht einmal ausgelaufen, hätte er nur annähernd die Größe der Welt begriffen. Dass die Welt eine Kugel ist, wusste er inzwischen. Aber er hätte im 3. Jahrhundert vor Christus bei dem Leiter der Bibliothek in Alexandrien, bei Eratosthenes, nachlesen können, dass sie ungefähr 40.000 Kilometer im Umfang besitzt. Hätte er das gewusst, wäre er nie auf die Idee gekommen, mit seinen Karavellen nach Indien zu segeln. Es ist noch nicht einmal die halbe Strecke bis Amerika. Danach kommt das Herz, das in Gezeiten pocht, wie Melville sich ausdrückt, um den Pazifik zu beschreiben. Ein ungeheures Meer. Die Welt beginnt überhaupt erst hinter Amerika, aber Gott sei Dank wusste das Kolumbus nicht. Sonst wüssten wir von Amerika vermutlich nur von den Wikingern und die haben uns keine Bücher davon hinterlassen. Alles schwierig bei Entdeckungsreisen. Das Jahr 1492 aber bei meinem Gerede, jetzt behalten Sie sich gut. Es ist der Höhepunkt beim Aufstieg der spanischen Macht zu sich selber. Die Reconquista, die Entdeckung einer neuen Welt unter der Vorherrschaft der Spanier. Sie sind auch auf dem europäischen Kontinent demnach ein neues Zentrum der Machtausdehnung gegen die Franzosen, gegen die Engländer, gegen die Italiener. Von den Deutschen ist eigentlich noch gar nicht die Rede. Selbst der Kaiser, der unter in den Tagen Luthers regieren wird, Karl V., ist ein Spanier. Und er wird entsprechend die Habsburger als einigende Macht in ganz Europa zu vertreten haben.
und immer steckt dahinter der katholische Glaube. Wir müssen diese Zusammenhänge ein Stück uns genauer ansehen und uns fragen, was denn jetzt zu tun ist, wenn man die Macht solcherweise in den eigenen Händen hält. Das ist der Kampf gegen die Andersgläubigen. Das hatten wir nicht gegen die Ungläubigen, sondern Andersgläubigen. Das waren bisher die Katterer, die Ketzer also. In Spanien haben wir vermeintlich außer den Mauren nur noch Katholiken. Aber da irren wir uns. Wir haben in Spanien eine große jüdische Bevölkerung. Viele sind geflohen, nicht zuletzt aus Deutschland, im 13. Jahrhundert von Worms. Dass die Juden heute ihren Talmud haben, ist eine Rettung der Schriften Raschis, der Mitnahme von Worms nach Toledo, nach Spanien, im Erbe der Mauren, die möglich machten, dass Juden in Ruhe leben konnten, nicht unter der spanischen Reconquista, sondern unter der Herrschaft der Mauren. Da war der Ort, wo man in Toleranz zwischen den Religionen miteinander umzugehen gelernt hatte. Und das wird sich jetzt ändern. Was kann man machen, wenn man ein Jude ist in einem streng katholischen Land? Man will Geschäfte machen, man will überleben, man hat Frauen und Kinder, man will bürgerlich aufsteigen, man braucht eine Karriere, man will die Töchter ordentlich verheiraten. Es bleibt nicht anders, man wird katholisch. Das sind die Conversos. Die Konvertierten. Die Konvertierten sind Juden, die katholisch geworden sind. Und die stehen im Verdacht, Ungläubige zu sein. Die Logik liegt auf der Hand. Wenn sie jemanden zwingen, seine Meinung zu ändern, seine Weltanschauung, seine Seele umzukrempeln, wenn sie ihn nötigen, anders zu sein, als er eigentlich ist, fühlt, denkt, meint, urteilt, suchen Sie etwas, das Sie nicht mehr finden können. Jean-Paul Sartre hat das in dem Schema von Sadist und Masochismus am Thema der Folter bewusst zu machen gesucht. Der Sadist versucht, den anderen zu unterwerfen. Er kann ihn aber nur als seinen eigenen in die Hand bekommen, indem er seinen Willen unterwirft. Mit Willen ist Freiheit gemeint. Mit einem Wort, das Paradox existiert, dass man des anderen nur sicher wird, wenn man seine Form des Willens zur Konversion so umkehrt, dass er keinen eigenen Willen mehr hat, sondern den seines Herrn. Wenn er aber keinen Willen mehr hat, ist alles das, was er zu Willen vorgibt, nicht mehr glaubwürdig. Ist ein Scheinsieg, denn der Sadist an jeder Stelle sich selber bereitet, indem er eine Lüge aufsitzt, an die er aber zu glauben vorgegeben hat. Man hat den Willen des anderen in der Bekehrung nach eigenem Maßstab geformt. Aber im Grunde hat man gar keinen Willen mehr, man hat den Willen ausgeschaltet. Nun ist der andere aber ein Mensch, er hat weiterhin einen Willen. Also bleibt ihm im Hintergrund ein gefährlicher Wille. Er ist konvertiert, aber das ist ja nur äußerlich, das ist ja nicht glaubwürdig. Er bekennt einen Glauben unter Gewalt, also ist es ein Unglaube, der ihm verbleibt. Man muss die Conversos bekämpfen. Schlimmer noch, es gibt wirklich gläubige Juden in Spanien. Und die sind gefährlich, weil sie die gerade konvertierten jüdischen Katholiken immer wieder zum Abfall vom Glauben anstacheln. Das sind ja die wahrhaft Rechtgläubigen. Sie haben die eigentliche Bibel. Sie haben sich nicht korrumpieren lassen von den Christen. Sie halten das Gesetz des Moses in Strenge, nicht wie die Christen, die alles verkehrt machen. Sie sind die eigentlichen Brüder Jesu, des Juden, nicht die Christen. Mit solchen Lehren kann man die Conversos wieder zum Rückfall anstacheln. Und das ist so schlimm wie in jedem Ketzerprozess. Wer einmal gläubig geworden ist und dann wieder abfällt, ist des Todes schuldig. Jetzt haben sie die Rückkehr zu den alten Inquisitionsprozessen in Spanien, im Erbe der Reconquista, der Rückeroberung ganz Spaniens für den Katholizismus. Da haben sie es im Kampf mit den Andersgläubigen zu tun, mit all den Mechanismen, die sie aus den Ketzerprozessen im letzten Semester bereits kennengelernt haben. Um nicht selber verdächtig zu werden, müssen sie andere anzeigen, die verdächtig sein könnten. Sie müssen eine Schuld bereuen und anzeigen, auch für sich selber, ohne zu wissen, worin sie überhaupt schuldig waren.
Sie können erst unschuldig werden, wenn Sie Ihre eigene Schuld aufspüren, sich selber anklagen und öffentlich bekennen. Sie erfahren eigentlich erst im Prozess, worin Sie wirklich schuldig waren. Dieses Verfahren scheint so absurd, dass man sich wundert, wie es heute noch der Fall sein kann. Es ist es aber. Bei den kirchlichen Prozessen in der Glaubenskongregation haben Sie bis heute unter Anklage stehen irgendwelche Vorwürfe, von denen Sie gar nicht wissen, wie sie wirklich lauten. Sie werden aufgefordert, Fragen zu beantworten oder Stellung zu nehmen für Äußerungen, die Sie so, wie man es da tabelliert hat, gar nicht gemacht haben. Und Sie müssen jetzt irgendetwas sagen, das angemessen wäre, um den Verdacht, dass Sie ein Irrlehrer sind, zu widerlegen, indem Sie angemessen und richtig sprechen. Eigentlich können Sie das gar nicht, weil Sie den Vorwurf nicht verstehen. Es ist wie in Kafkas Novelle Die Strafkolonie. Erst im Moment, wo sich der Hinrichtungsapparat, die Maschinerie des Todes, so in den Delinquenten hineinfräst und ihn in den Körper die Schuld hineinschreibt, wird er sterbend begreifen, was er überhaupt getan hat, um der Hinrichtung würdig gewesen zu sein. Ein solches Verfahren ist monströs, erhält sich aber immer noch im Erbe der Inquisition. In der römischen Rechtsprechung, in der Rota, im Vatikan. Und wie machen wir es im säkularen Prozess so viel anders? Ein Staatsanwalt hat eine Vermutung. Sie wird bestätigt durch Indizien, er vernimmt Zeugen, deren Aussagen mögen sich widersprechen, aber sie geben doch im Ganzen ein richtiges Bild. Es gibt psychiatrische Gutachten, die sagen, der Betreffende, die Betreffende war natürlich voll bei Verstand, sie konnte unterscheiden. Sie hatte Alternativen, sie ist voll verantwortlich. Was wird dann sein? Immer wird verlockt damit, ein Geständnis muss her. Die Strategie der Verteidigung wird sein, wenn Sie nicht gestehen, gibt es eine ganz schwere Strafe. Nur wenn Sie geständig sind. Es ist derselbe Mechanismus. Das Gericht kennt die Wahrheit, vertritt die Wahrheit und Sie als Schuldige haben die Pflicht zu sagen, dass Sie im Sinne der Anklage schuldig sind. Sonst sind Sie doppelschuldig. Dann kann kein Staat Ihnen vergeben. Es ist wie bei einem Gottesgericht. Kann eine absolut sich setzende Behörde sich selbst in Frage stellen? Vermeintlich durch einen Schuldigen? Unmöglich doch. Diese Verfahren wiederholen sich eins zu eins. Ich brauche das hier im Einzelnen gar nicht vorzulesen. Vor allem, Sie haben die ständige Verdächtigung. Sie haben die Denunziation. Sie haben die Ausbreitung. Wie bei den Ketzerprozessen jetzt im Kampf gegen die Ungläubigen oder Abgefallenen, in dem ein Anzeigensystem besteht, das den einen Angeklagten freilässt, wenn er möglichst viele andere in den Schuldspruch hineinbringt. Ein System der Angst und mithin der Herrschaft. Und das Entsetzliche, so soll beglaubigt werden, der christliche Glaube. Das ist nicht mehr Kircheninquisition, sondern Staatsinquisition zugunsten des Katholizismus in Spanien. Der Papst kann mitunter einschreiten, sogar zur Mäßigung aufrufen, feststellen, dass die Inquisitoren lediglich große Geschäfte machen. Natürlich, wenn heute jemand verurteilt wird, wird selten dabei gesagt, was es wirklich kostet. Er wird verurteilt, sagen wir, zu 20 Tagessätze von 300 Euro, macht 6.000 Euro. Ist viel, aber erträglich. Was nicht dabei gesagt ist, wie lange die Gerichtskosten auflaufen. Die können betragen 10.000 Euro, 15.000 Euro, das Dreifache eigentlich der Geldstrafe, die für die Schuld verhängt wird. Und die wird angelastet natürlich jetzt dem Straftäter. Nur wenn er freigesprochen wird, müssen die Steuerzahler den Prozess bezahlen. Was passiert, wenn die Geldzahlung nicht erfolgen kann? Dann kann sie umgewandelt werden in Haftstrafe. Also irgendein Hartz-IV-Empfänger muss zur Arbeit. Die Arbeit ist aber 10 Kilometer weiter. Er muss mit dem Omnibus fahren. Der Omnibus würde 5 Euro kosten. Das ist der halbe Tagessatz von Hartz-IV. Das will er nicht ausgeben. Also schmuggelt er sich in den Omnibus. Dann kommt irgendjemand, der steigt zu. Ein netter Mann, der überhaupt nicht im Sinn hat, was Böses zu tun. Aber er kontrolliert die Fahrausweise und siehe da, ein Betreffender hat sie nicht. Den muss er anzeigen. Er wird angezeigt wegen unerlaubten Fahrens im Omnibus. Darauf steht eine Geldstrafe bis zu 60 Euro. Die kann er noch weniger bezahlen. Das sind die Tagessätze, 10 Euro pro Tag von 2 Monaten.
Wie soll er mit Hartz IV 60 Euro bezahlen? Das kann man umwandeln. Mindestens in 4 Tage Haft im Gefängnis. Nie wieder kosten etwa 120 Euro den Steuerzahler pro Nacht im Hotel des Staates, das man Gefängnis nennt. Es ist eine verrückte Instanzenform. In den Inquisitionsprozessen ging das billiger. Die Leute, die tatsächlich inhaftiert wurden, hatten ihre eigene Haft zu bezahlen, Essen und Kleidung selber zu bezahlen, aufzukommen, also dafür, dass man sie gefangen hielt. Und wenn sie das nicht konnten, konnte man sie schlicht berauben. Man nahm ihnen einfach weg, was sie hatten, denn es war ja nötig, dass sie aufkamen für ihr eigenes Unheil. Und wenn das alles nicht half, man konnte, wenn die Strafe ausgesprochen wurde, sofort den ganzen Besitz enteignen, auch die Erben. Auf diese Weise war die Inquisition tatsächlich jetzt, man muss es nicht marxistisch sehen, sondern rein menschlich, ein ganz großes Geschäft. Das konnten manche Päpste anklagen. Julius II., der selber ein großer Herrscher war, Nachfolger Cäsars eigentlich auf dem Papstthron, wehrte sich gegen diese Art von Inquisition in Spanien. Aber er hatte keinen Einfluss. Die Könige bestimmten ja, wer Inquisitor ist. Und die Kirche arbeitet dabei mit. Der Bischof von Toledo, Cisneros zum Beispiel, ist gerade beides. Erzbischof von Toledo und oberster Beamter im Staat Ferdinands II., Er vereinigt in einer einzelnen Person beide Instanzen und dementsprechend ist die Zusammenarbeit. Wenn wir uns die Tragödie ansehen und Gestalt annehmen lassen wollen, müssen Sie einen Namen behalten, das ist Torquemada. 1480 wird die spanische Inquisition von Ferdinand und Isabella eingesetzt in Sevilla. Viele Conversos werden, die bis dahin in maurischer Herrschaft sich sicher gefühlt hatten, vorgeführt. Und am 6. Februar 1481 werden die ersten 6 Personen in einem Auto da Fe hingerichtet. Auto da Fe ist eigentlich ein Glaubensakt. Auto ist nicht Auto, sondern Aktum eigentlich. Und der Fe ist des Glaubens. Die Hinrichtung selber ist ein Glaubenszeugnis, auto da fe, ein spanisches Wort. Bis zum 4. November des gleichen Jahres 1481, die fromme Isabella und Ferdinand II. Sahen sich 298 Personen den Flammen überantwortet und weitere 79 zu lebenslänglich im Kerker verurteilt. Und so in diesem Stile geht das weiter. Der Dominikaner Thomas de Torquemada wird zum Generalinquisitor des ganzen Landes eingesetzt. Sie haben aus dem letzten Semester noch in Erinnerung den Namen Bernard Gui. Das ist der Dominikaner, der im Kampf gegen die Katterer auftritt und ein Handbuch geschrieben hat, wie man die Inquisition durchführt. Jetzt, 200 Jahre später, haben Sie Torquemada, Thomas de Torquemada, der genauso ein Handbuch schreibt, wie man es richtig macht. Und auf ihn geht zurück nicht nur die Verfolgung der Ungläubigen, sondern vor allem der Juden überhaupt. Nicht nur der Conversos, sondern der ungläubigen Juden, der Maran, der Schweine, wie man sie nennt. Sie gehören aus Spanien vertrieben, das ist das Programm. Unter den Mauren hatten sie ihren Frieden, jahrhundertelang. Unter den katholischen Spaniern nicht mehr, endgültig nicht mehr. Wenn Sie jetzt denken, das sind Fanatiker, das sind Berufssadisten, das sind Unmenschen, irren Sie sich. Wir haben von Bernard Gui schon gesagt, er ist eigentlich ein frommer Mann. Nicht nur, er sehnt sich nach Frieden in der Klosterzelle. Er schreibt am liebsten über Kirchengeschichte, auch über die Geschichte der Dominikaner. So ähnlich müssen Sie Thomas de Torquemada sich vorstellen. Das sind buchstäblich Schreibgestalter. Auch sein großer Nachfolger Philipp II. Wird keinem Auto da Fe einer Lebensverbrennung eines Menschen vis-à-vis beiwohnen. Das alles wird verordnet am Schreibtisch. Wir denken gerade daran, dass man Eichmann vor 60 Jahren hingerichtet hat, als Schreibtischstätte. Nachträglich können wir das alles ganz klar beurteilen, uns in die Brust werfen und denken, wir sind so viel besser. Aber sind wir das wirklich?
Doch Gemara zu verstehen ist mir beinahe unmöglich, entsprechend seinen Taten. Und eine wirkliche Psychologie, eine Biografie ist so nicht überliefert. Wahr ist, dass es bei der Ausweisung der Juden in Spanien zu furchtbaren Tragödien kommt. Die Juden glauben damals ganz wörtlich, sie müssen aufs Schiff, sie müssen irgendwie auswandern nach Afrika oder irgendwohin. Sie unterliegen genau den Tragödien, die wir jetzt bei den Flüchtlingen auf dem Mittelmeer erleben. Wir haben jetzt wirkliche Schleuser, die Geschäfte damit machen. Natürlich, das sind Notleidende, die suchen eine Rettung, die müssen auf ein Schiff. Das Schiff muss besorgt werden. Auf dem Schiff braucht es einen Platz, der muss bezahlt werden. Es gibt Leute, die das organisieren, denen muss man dankbar sein. Man muss denen Geld geben, damit man sein Leben erhält durch die Flucht. Heute haben wir eine eigene militärische Einrichtung auf dem Mittelmeer, die Flüchtlinge abzuhalten von Europa. Damals hatten wir Maßnahmen, dass der Schleuserunwesen geradezu gewünscht wurde, damit man die Juden wegkaufte. Wenn sie erstmal auf dem Schiff waren, waren sie weg, glaubte man. Die Juden dachten damals wie beim Auszug aus Ägypten, sehr fromm. Das Meer könnte sich öffnen und sie würden trockenen Fußes hindurchschreiten, wie Moses beim Durchgang durch das Rote Meer. Sie glaubten die Bibel wörtlich. Und die Tragödie war, sie kamen nirgendwo hin. Auf den Schiffen brachen die Seuchen aus, natürlich. Es waren Krankheitsfälle. Frauen und Kinder ohne jede Verpflegung. Ein Zufluchtsland schied Portugal zu sein. Der dortige König war gesonnen, innerhalb von 70 Tagen den Juden Durchzug zu erlauben. Nicht mehr, nicht weniger. Ein Transitland sollte Portugal werden für ausgewiesene Juden. Das schien die Hoffnung zu werden. War es dann aber auch nicht, weil der König in Portugal hoffte, mit der Tochter von Isabella sich zu verheiraten und dann Portugal und Spanien in ein ganz großes iberisches Reich zu vereinigen. Und der Preis dafür war die Judenfeindlichkeit. Das alles ist in unseren Tagen nicht ohne Wirkung, wie wir wissen. Und gehörte dazu. Es ist nicht irgendeine passagiere Form eines Missverständnisses oder Missbrauchs des Glaubens. Es ist absolut die Normalität durch die Jahrhunderte gewesen. Dann kommt hinzu, dass die Mauren mit Mal genauso ins Kreuz oder Fadenkreuzfeier der Inquisition geraten. Sie sind in dem Sinne keine Abgefallenen. Sie sind Ungläubige im strengen Sinne, als sie als Muslim keine Christen sind. Und sie wollen auch keine Christen werden. Es werden jetzt Tausende von ihnen vertrieben. Die Moriscos, die Mauren, wie sie sich auf Spanisch nennen. Spanien wird damit selber immer kleiner. Es verliert einen großen Teil seines kulturellen Wissens, seiner zivilisatorischen Feinheit, seiner Wendigkeit. Das erlaubt man sich und riskiert dabei in der Brutalität der Ausweisung der Mauren eine Zerstörung des eigenen Erbes. Nochmal die wunderbaren Kirchen, die jetzt in Kathedralen umgebaut werden. Sie finden sie in Sevilla, in Córdoba. Staunenswerte Gebäude in der Architektur. In Granada hat man einen Palast hineingebaut und die Reste noch stehen lassen. Immer noch ahnen sie die Größe und die Leichtigkeit, die Feinheit des Atemwinds Allahs in den Häusern, Gassen und Höfen Europas. Spanien hätte der Ort sein können zur Versöhnung der Religionen. Es wäre ein Angebot gewesen. Aber so sollte es nicht sein und so konnte es nicht sein, nach den Jahrhunderten der Inquisition und der Kreuzzüge vorher. Spanien ist nicht schlimmer. Es nimmt nur das Erbe der Festigkeit in der Religion für sich selber und verteidigt es dementsprechend. Es ist vielleicht zu sagen noch, dass in den Händen Karls des V. auch die Auseinandersetzung mit den Protestanten auf spanischem Boden weitergeführt werden wird.
Martin Luther hat seine Anhänger vor allem dann in Skandinavien, in den Ländern, die man bekämpft. Der Kampf um die Niederlande ist Ihnen geläufig, wenn Sie da Näheres hören, trage ich es hier nicht vor. Sie könnten Schiller dabei studieren, der wird in Jena schreiben, zum Beispiel über die Belagerung Antwerpens, über den Kampf gegen Erzherzog Alba. Die Egmont-Tragödie wird bis in die Oper hineingestaltet. Das ist diese Zeit. Spanien gegen den Rest Europas. Den Ausgang kennen Sie, den Untergang der Armada. Philipp II. In der Nachfolge Karls V. versucht das protestantisch gewordene England, die Königin von England, Elisabeth II., erste anzugreifen, die Große anzugreifen. Und was am Ende dabei herumkommt, ist die völlige Zersplitterung Europa selber. Es wird Karl V. 1558 im Kloster Juste, 120 Meilen westlich von Madrid, nachdem er Jahre vorher zurückgetreten ist, die Erde verlassen und er hinterlässt ein gespaltenes Europa. Norddeutschland und Skandinavien erklären sich für das Luthertum. Süddeutschland, die Schweiz und die Niederlande zerfallen in katholische und protestantische Teile. Schottland wird kalvinistisch, presbyterianisch. England teils katholisch und anglikanisch, teils kalvinistisch und puritanisch. Irland, Italien, Frankreich, Spanien und Portugal halten dem fernen, gereinigten Papsttum die Treue. Es ist ein Europa, das in den religiösen Gegensätzen selber bis heute sich zerreißt. Denken Sie an den Streit, den wir gerade mit Irland haben. Nordirland, britisch, Südirland, katholisch. Ein Handelsstreit, aber dahinter ein Religionsstreit bis heute. Was ist man zugehörig zur Königin von England, dann hat man Protestant zu sein. Ist man im Süden der Insel, hat man katholisch zu sein. Von Irland sind riesige Bewegungen der Missionierung in Europa ausgegangen. Wenn Sie Katholiken in England treffen, ganz fromme Katholiken, ist im Hintergrund wahrscheinlich eine Verbindung zu irischen Flüchtlingen aus der Zeit um 1840, 1850 zu vermuten. Die große Hungersnot in Irland, die von den Briten einfach wie zum Hass und zur Rache ausgesessen wurde. Iren waren halt Alkoholsäufer und faule Burschen, denen musste man nicht helfen. Die Kartoffelernte im Boden faulte. Die Briten hätten helfen können, taten es aber nicht. Und der Hass seitdem hat die Folgen, die wir gerade haben. Und nun kommt die EU dazwischen, darf man zwischen Nord- und Südirland einfach ohne Zoll Handelsverkehr treiben. Wenn doch der Süden Irlands zu Europa gehört und der Norden Irlands durch den Brexit nicht mehr zu Europa. Muss man dann nicht strenge Zollkontrollen durchführen in Millionenhöhe? Aus dem Glaubenskrieg wird sofort ein Handelskrieg, natürlich ein Machtkampf. Jetzt will die EU die Briten wieder zurückstrangulieren. Die sollen merken, was sie sich da angerichtet haben. Eigentlich haben wir bei all dem nicht viel Neues zu erwarten. Aber die Vertreibung der Moriskos ist am Ende auch so etwas wie eine Zerstörung der Kultur. Die Leute, die das betrieben haben, haben das so nicht sehen können, glaubten das nicht. Ein Mann, den ich immer wieder zu lesen empfehle, weil er kaum noch gelesen wird, ist Reinhold Schneider. Das ist ein deutscher Dichter, der nicht nur das Dritte Reich in seiner Menschlichkeit überstanden hat. Auch ein Zeuge gegen die Wiederbewaffnung in den 50er Jahren war ein glühender Pazifist, ein liebevoller Mensch, ein Mann, der gelitten hat an der Natur, lesen Sie den Winter in Wien. Und er war ein wirklicher Europäer. Er hat gelangt, bis dass er die Originale lesen konnte, Portugiesisch, Spanisch, Englisch, Russisch. Und er hat all die Herrscher da zu interpretieren versucht auf eine Weise, die von innen sie wahrnehmen lässt. Und so schreibt Reinhold Schneider zur Religion in der Mitte des 16. Jahrhunderts: Es weicht in dieser Zeit die Religion als staatenbildende und erhaltende Kraft zurück. Und Länder und Völker stoßen mit der ganzen Energie ihres Lebenswillen gegeneinander.
ohne noch einen gemeinsamen Himmel über sich zu wissen. Sie müssen solchen Worten nachspüren. Staaten ringen jetzt mit ihrer ganzen Energie nur noch um irdische Macht. Und es gibt keinen versöhnenden Himmel mehr. Der Glauben selber spaltet sie. Der Himmel ist zerteilt. Der Himmel ist der Lieferant von dem Stacheldraht, in dem man sich gegeneinander einsperrt. Und der Rammbock, mit dem man die Grenzsetzungen aufsprengen will. Reinhold Schneider weiter, die alte Religion verliert Führung und Thron. Die neue, die aus Deutschland herauskommt, der Protestantismus, meint er, mit Notwendigkeit geboren aus dem Innersten eines Menschen, wie Hegel eben meinte, aus dem Herzen, aus dem Gewissen, aus der Persönlichkeit, wird ihre Tragik darin finden, dass sie nicht mehr Führerin, sondern Dienerin politischer Bestrebungen ist. Die protestantische Kirche führt nicht mehr den Landesherrn. Im Gegenteil, sie lebt von dessen Gnaden, und zwar von Anfang an. Die Tragödie des Protestantismus, der reformatorischen Kirchen, ist die Gebundenheit an den säkularen Staat. Wie wir eben sagten, Kaiser Wilhelm I., der oberste Herr des Protestantismus im Preußenstaat. Ungeheuer, der Papst auf Erden mit dem Kaiserthron seit 1871. Das Überweltliche, das Bewusstsein von der Endlichkeit der Erde und vom doppelten Sinn unseres Tuns wird sich bald aus den Sälen der Herrscher, von dem Thron der Regierenden, aus den Schlössern der Gewaltigen, in die Kammern und auf die Wege der Einsamen flüchten, deren Macht ihre Machtlosigkeit ist. Nur bei Reinhold Schneider habe ich solche Worte gefunden. Die Tragödie Europas in seiner Geschichte, seiner Rechtsprechung, seiner Frömmigkeit und die Erinnerung, dass alles, was innerlich ist, was religiös stimmt, den Preis der Machtlosigkeit an sich trägt. Darin läge seine wirkliche Stärke. Wenn Sie heute Nachmittag frei haben und es scheint Ihnen die Sonne, und Sie wagen es sogar, zwei Freunde einzuladen, trotz der Neuordnung, die Frau Merkel gerade verfügt, bei dem Mega-Lockdown als Wellenbrecher. Sie wagen die einzuladen und sie spielen Skat. Das darf man, zu dritt darf man vielleicht Skat spielen. Einen Fremden darf man bei sich aufnehmen, dann kennen Sie die Regeln. Man kann Skat spielen. Und das Schönste wäre, Sie kriegen ein Blatt auf die Hand, wo es Ihnen erlaubt ist, Grand Ouvert zu spielen. Sie machen jeden Stich, den Durchmarsch, alles nacheinander. Es ist aber auch möglich, Sie haben ein so miserables Blatt auf der Hand, dass Sie wissen, damit ist überhaupt nichts anzufangen, aber dann rechnen Sie nach. So wie sich die Karten in Ihrer Hand verteilen, besteht Aussicht, dass Sie keinen einzigen Stich machen. Dann ist es Ihnen erlaubt, Null Ouvert zu spielen. Das heißt, Sie legen alle Karten offen auf den Tisch. Sie erklären restlos sich als Nichtbesitzer. Und der Trick der Skatregel ist die Umkehrung der Rechtsordnung. Wer verliert, gewinnt. Wenn Sie wirklich nicht gezwungen werden können, noch einen Machtstich zu erobern, gewinnen Sie das Null Ouvert. Sie müssen alles offenlegen, Sie können ehrlich sein. Sie bekennen sich als habe nichts, Sie wollen nichts, Sie haben nichts, Sie machen nichts. Aber Sie bleiben dabei ehrlich, aufrecht. Menschlich, gütig, das wäre die Revolution des Jesus von Nazareth. Sollte es nur sein, dass wir in Machtlosigkeit gezwungen dazu fähig werden, erst nach großen Krisen, wenn alles kollabiert, wenn die Kirchen in ihren Gewölben zusammenbrechen und über uns der Himmel einstürzt, müssen wir bis dahin wühlen, immer im Kampf, indem wir den Himmel auf die Erde zwingen und dabei nur die Erde in die Hölle unterirdisch verwandeln. Unsere Seele immer mehr pervertieren. Zu lange hat die Kirche uns dabei geholfen. Da sehen wir einigermaßen klar religiös, bei den meisten inzwischen, selbst bei denen, die aus der Kirche austreten. Sie wissen zumindest, was nicht mehr stimmt, auch wenn sie keine Hilfe haben, die Wahrheit zu finden, die in ihnen liegen könnte, an Hoffnung, an Vertrauen, an Glaube, an Güte. Aber dass der Staat uns immer noch dahin fügt, dass wir an die Macht glauben müssen, ein Militär brauchen, töten können müssen, Geld brauchen, Finanzen brauchen, Ordnung brauchen, Machtdiktatur brauchen. Das sollten wir nicht länger glauben.
Und dagegen müssen wir selber Stand haben. Dabei hilft uns niemand. Die Kirche ist wirklich zu schwach geworden. Wir sind Jahrhunderte jenseits des Investiturstreits. Die Macht der Kirche ist ein Schattenkabinett. Wenn es eine Änderung geben soll in den Gerichtssälen, muss sie von uns selber kommen. Deshalb bin ich Ihnen dankbar, dass Sie heute schon mal zugehört haben bei der ersten Vorlesung. Ich sagte, es kommen 11 weitere bis zum 17. Juli. Sie müssen Luft holen und davon brauchen Sie noch eine Menge. Was ich Ihnen erspart habe, ist zu erklären, wie die spanische Reconquista zur Conquista im neu entdeckten Erdteil Amerika sich ausweitet und wie man da die gleichen Verfahren aufzieht. Die Lutheranos, die verirrten Protestanten wird man genauso bekämpfen, aber die sind gering an Zahl. Aber die ungläubigen, indianischen Religionen wird man verfolgen bis zum Äußersten. Alles, was wir von Azteken wissen, ist zerstört und verbrannt. Hätte nicht ein einziger Mönch, Fray Bernardino de Sahagún, Nahuatl, die Sprache der Azteken, gelernt und alles aufgeschrieben, um 1525 in 5 großen Bänden an Karl den V., was man da gesammelt hat, an Wissen über alles. Über Sternkunde, über Schicksalsglauben, über Pflanzenkunde, Medizin, Kriegswesen, Bauwesen, eigene Geschichte, wunderbare lyrische Gesänge. Wir ahnen, was da mal war, in einer Form, die den Spaniern ungeheuerlich vorkam, und selbst das kann man verstehen. Menschenopfer brachten die Azteken da, auch die Mayas. Man hat lange Zeit es für eine Übertreibung der Spanier gehalten und geglaubt, die haben das alles ins Höllische dämonisiert, damit sie ihre eigene Gewalt legitimieren konnten. Die Archäologen buddeln paradoxerweise in Mexico City, gleich neben der großen Kathedrale. Die ist errichtet über den Templo Mayor der Azteken in Tenochtitlan. Und da in den Überbauungen sieht man in Stein gehauen die Zompantlis, die Schädelgerüste, wo man die abgeschlagenen Köpfe nebeneinander gelegt hat. Es muss stimmen, was die Spanier berichtet haben. Und die Spanier selber glaubten, das ist eine Religion vom Teufel erfunden. Das Menschenopfer Christi hat der Satan den Azteken so beigebracht, dass es alles pervers ist. Man konnte die Religion, eine im Grunde steinzeitliche Form von Kultur, beim besten Willen nicht verstehen. Und man hat sie entsprechend bekämpft als Christ gegen den Unglauben, mit Gott gegen den Teufel. Millionen von Menschen sind dabei umgekommen. Eine der Formen, spanische Inquisition in den neuen Ländern durchzusetzen. Das geschieht in Neugranada, das geschieht in Peru. Natürlich erobert man die Gold- und Silberminen. Man schafft unendlichen Reichtum nach Spanien zurück und merkt am Ende, dass man dabei weder glücklich noch reich wird. Man vertut sich. Ich erspare Ihnen das alles. Wir müssen in die Rechtsgeschichte jetzt in der nächsten Stunde direkt hineinkommen und wir werden unsere Fortsetzung finden mit der Gesetzgebung Karls des V. Nicht mehr Philipp II., nicht den Untergang der Armada, sondern ein bisschen früher. Im Jahre 1531 wird in den Vorarbeiten in Bamberg Kaiser Karl V., die sogenannte Carolina, ein Rechtskorpus verfügen, auf dem Jahrhunderte noch später die europäische Rechtsgeschichte sich bewegt und in Auseinandersetzungen formt. Es ist, wie wenn wir dann in den Zug einsteigen, der mit dem Endbahnhof Paderborn zu uns zurückfährt oder wohin immer Sie gerade uns zuhören. Ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag, danke Ihnen für die Geduld. Beim nächsten Mal am kommenden Samstag, 11:15 Uhr, auf Wiedersehen.